denn so? Er spricht mir aus der Seele. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Ja, ihr seht's. Ich probiere jetzt zum dritten Mal irgendwie eine Aufnahme hinzubekommen, weil meine Elgato, meine Aufnahme, Gedöns hier immer wieder aussteigt und das nervt mich so ein bisschen. Wir werden die Show einfach auf jeden Fall Ach nö, ich hab's jetzt nicht gespeichert. Warum kann ich die denn nicht von vorne anfangen? Was ist das denn für ein Mist? Nun musst du dich nur noch für ein Team entscheiden. Heißt das jetzt Show fortsetzen? Also, ich weiß gerade nicht, ob wir Show 17 oder 16 machen. Es gibt hier aufnahmetechnische Probleme. In diesem Sinne freue ich mich, euch sehr begrüßen zu dürfen bei diesem zauberhaften Chaos in meinem Rechner und bei mir. Und hoffe, dass ich euch damit vielleicht ein wenig vom Chaos da draußen ablenken kann. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und wir starten jetzt mit Elton. Und wir nehmen die Luisa. Ich wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß und entschuldige mich jetzt schon mal fürs Chaos. Das mit der Show, die da abgebrochen wurde, ärgert mich ja total. Aber wir hatten erst eine Frage, nämlich die hatte der Bernhard Hoeker. Und mehr ist doch gar nicht passiert. Aber schauen wir bei Wer weiß denn sowas? Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Wer weiß denn sowas? Und deswegen auch gleich eine spannende Information zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Cristiano Ronaldo nach Ronald Reagan benannt wurde? Oh. Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Und ich freue mich natürlich auch sehr über unser Publikum hier im Studio. Und wir schauen mal, wie sich das Publikum heute entschieden hat. Also, was Sie glauben, wer heute hier das Rennen macht, welches Team gewinnt. Ärgerlich. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Ihr habt jeweils einen Publikumsjoker, den ihr einsetzen könnt. Und für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Hier ist die Wand. Die Kategorien sind auch Schade, der Schuh davor war sehr schön. Gesundheit. Damals. Wie ticken wir? Clever. Total genial. Sonne, Mond und Sterne. Vögel. Das Fragezeichen. Unter Wasser. Und unser Körper. Ich bin sehr gespannt. Was ist das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Das waren wir, oder? Was soll eure erste Kategorie sein? Also, womit fangen wir an? Essen und Trinken, was bin ich? Gesundheit, ja, da triffst du ja hier jetzt auf den richtigen Kern. Damals, wie ticken wir? Clever, total genial. Sonne, Mond und Sterne, unter Wasser, unser Körper, Vögel, Gesundheit. Ich bin für Gesundheit. Ja, genau so. Lachen wir drüber und versuchen wir hoffentlich eine gute Frage abzugreifen. Laut englischen Forschern besteht bei Erkälteten mit Schnupfen keine Ansteckungsgefahr für den Partner, wenn sie A. gemeinsam in die Sauna gehen, B. sich auf den Mund küssen oder C. die Hände regelmäßig mit Möhren einreiben. Also, dadurch, dass wir ja alle Corona-bedingt auch diejenigen, die mit dieser Thematik eher weniger zu tun gehabt haben, hier abgedatet wurden, wie so Übertragungswege und Ansteckungsgefahr bedeutet, würde ich tatsächlich A und B ausschließen. Ich glaube, die Saunen sind das Einzige, was seit letztem Jahr tatsächlich noch nicht mal kurzfristig öffnen durften. Ja gut, neben Diskotheken und so ein Krams. Sich auf den Mund küssen, das ja logischerweise auch nicht, weil da bist du ja direkt an der Eingangsluke. Die Hände regelmäßig mit Möhren einreiben würde ich jetzt nehmen. Diese Antwort hört sich aber sehr, sehr schwachsinnig an, weil ich auch nicht weiß, was soll in dieser Wurzel drin sein, was ich würde jetzt hier mal ausschließen. Wir nehmen C. Ja, wir nehmen C, genauso fragwürdig sehe ich das so, auch gerade. Hier kommt die richtige Lösung. Das Common Cold Center der Universität Cardiff ist auf Erkältungen spezialisiert.
Die Forscher fanden heraus, Rhinoviren, also die klassischen Erkältungsviren, nisten sich im oberen Rachenraum ein. Ach so, dann auf den Mund küssen. Dorthin kommen sie nur über die Nasen, nicht über die Mundschleimhäute. Bei einem Kuss gelangen die Viren in den Magen. Dort werden sie von Säuren unschädlich gemacht. Ein verschnupfter Kuss ist also drin. Aber was ist denn? 0 Euro auf dem Konto. Wenn du so viel rumsabberst, das, also... Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Essen und trinken? Hm? Klingt doch interessant. Okay. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Essen und Trinken, bitte. Unter Profiköchen ist ein A. Gaffer nichts anderes als eine Warmhaltelampe, B. Anfasser nichts anderes als ein Handtuch oder C. Besorger nichts anderes Was? Als eine Mikrowelle. Könnte es A sein? Wenn du A sagst, ich bin dabei. Eventuell B. Gaffer, Anfasser. Das glaube ich nicht. Besorger. Wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Hier ist die Lösung. In der Profiküche muss jeder Griff sitzen und alles muss schnell gehen. Heiße Pfannen greifen oder schnell noch über den Teller wischen. Das alles geschieht mit einem besonderen Geschirrhandtuch. Es hat eine raue Oberfläche, die kaum Hitze durchlässt und besonders saugfähig ist. Sein Name: Anfasser. Echt jetzt? Das sah aber jetzt nicht es so besonders bleibt bei 0 Euro. Aus. Tja, ausgeglichen, würde ich sagen. So, ihr seid dran. Beide verkackt. Okay, was nehmen wir denn jetzt? Unter Wasser oder unser Körper? Ja, komm. Ich finde, unser Körper war nicht ja, so verkehrt. Richtig. Ich hoffe nämlich auf den Punkt. Worauf sollten stillende Mütter achten? A. Leistungssport lässt die Milch sauer werden. Was? B. Saunagänge lassen die Milch eindicken. Oder C. Konsum von Süßigkeiten verursacht Karies bei Säuglingen. Also... C ist ja kompletter Blödsinn, weil Säuglinge noch gar keine Zähne haben. Karies ist tatsächlich ja, also Karies, Löcher in den Zähnen. Das entsteht durch mikrobielle Abbauprodukte, also durch Bakterien, die einen Biofilm bilden und dann auf dem Zahn, also auf dem Zahnspelz drauf sitzen. Und weil so Bakterien natürlich, wenn die Stoffwechsel betreiben, haben natürlich auch Ausscheidungen, also Abbauprodukte. Und ich glaube, dadurch entsteht ein Milieu, was so ziemlich sauer ist. Es müssten ja Milchsäurebakterien sein. Ich glaube, du hast irgendwie ganz viel Lactobacillus irgendwie aus der Milchsäure-Richtung. Was und durch diesen pH-Wert, das frisst sich das in den Zahn. Aber Säuglinge haben ja noch keine Zähne. Also würde ich C ausschließen. Bleiben noch A und B. Leistungssport lässt die Milch sauer werden. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Das hört sich jetzt formal, sehe ich natürlich jetzt irgendwie bei einem kranken Kopf eine Frau, die... am Rennen ist und ich sehe ihre Brüste herumwackeln und wie die Milch sauer wird. Das ist gerade ganz, ganz böses Kopfkino. Lässt die Milch sauer werden? Sauer werden von Milch. Also wenn wir jetzt an Milch in der Packung denken, ist ja auch wieder ein Vorgang von anaeroben Mikroorganismen. Also wir sind da bei den Mikroorganismen. Und das ist ja ein Prozess, ich glaube nicht, dass da müssten ja Bakterien in die Brust reinkommen. Und das Sauerwerden ist tatsächlich auch wieder so eine Geschichte von Bakterien verstoffwechseln etwas und ändern den pH-Wert durch die Abbauprodukte. Und deswegen ist das Sauerwerden. Daher würde ich tatsächlich B auswählen, denke ich. Lasse die Milch eindicken. Eindicken, was wäre das biologisch oder chemisch? Wie könnte ich mir das vorstellen? Dass der wässrige Anteil, ah, vielleicht ist es, in der Sauna schwitzt du ja. Und vielleicht wird das irgendwie, ja, eindicken. Wollen wir es mit Publikum? Komm, wir machen mal jetzt Publikum. Gut, wir fragen ich bin für B. Wir ich bin für B. Publikum. Eindicken. Wer glaubt zu wissen? Ja, irgendwie steht vielleicht ganz kurz auf einmal. Auszugleichen. Und jetzt müsst ihr entscheiden, wer eine soll eine Frau, antworten. Natürlich. Weil ich davon ausgehe, dass sie das dann weiß. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Wie viel Kinder hast du schon gestellt? Mein Gefühl sagt Antwort A. Was? Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Habe ich auch erst im Kopf gehabt. Mit hier Laktat. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie beim parat, Sport. Meine Damen und Herren.
Jede stillende Mutter darf grundsätzlich Sport treiben. Vorsicht ist aber beim Leistungssport, wie zum Beispiel schnellen Sprintläufen, geboten. Hierbei entsteht im Blut Milchsäure und diese kann in die Muttermilch gelangen. Diese richtet zwar keinen Schaden an, aber die sonst süßlich schmeckende Muttermilch bekommt dann einen leicht säuerlichen Geschmack. Das kann dazu führen, dass manche Babys vorübergehend die Brust ablehnen. Ja, natürlich. So habe ich nicht gedacht. Ich habe durch Antwort C. Wir machen weiter. War ich so auf die Bakterien getrimmt. Was hältst du von total genial? Ich bin dabei. Wir nehmen total genial. Um eine Torte besser schneiden zu können, sollte das Messer nass vorher A. 30 Minuten ins Gefrierfach gelegt werden, B. in heißes Wasser getaucht werden oder C. mit Salz und Essig eingerieben dann werden. Dann A. Das ist jetzt echt eine spannende Frage. Was hältst du von B? Oder B. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. A? Wie stehst du zu A? Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Ich habe jetzt auch zu A tendiert. A ist eingeloggt. Und hier ist die Lösung. Um eine Torte problemlos schneiden zu können, sollte für jeden Schnitt ein angewärmtes Messer benutzt werden. Dafür vorher Wasser kochen und in einen Behälter umfüllen, in dem die Klinge komplett eintaucht. Anschließend mit einem sauberen Küchenhandtuch kurz abwischen. Durch das warme Messer wird die meist kühle und feste Fettschicht der Tortencreme kurz angewärmt und das Messer kann regelrecht durch die Masse bis zum Tortenboden hindurchgleiten. Wer von euch schneidet so eine Torte? Leider bleibt es bei 0 Euro. Geil, jetzt habe ich Bock auf Torte. Ihr hattet jetzt ja ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Ja, das heißt aber nicht, dass wir auf eine Antwort gekommen sind. Wir nehmen, unter Wasser reizt mich total. Unter Wasser geht gar nicht. Geht gar nicht? Och, bitte, 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 bitte. Doch, komm. Hochseehaie haben stets das Maul geöffnet, weil ihre Gebissreihen sich sonst ineinander verhaken würden, sie sonst ertrinken würden oder sie mit ihrer Mundhöhle Beute orten. Also, Hochseehaie haben stets das Maul geöffnet, weil Gebissreihen sich sonst ineinander verhaken würden. Also ertrinken glaube ich tatsächlich nicht, weil warum sollten sie sonst, also das macht für mich am wenigsten Sinn. Ich hätte ja intuitiv gedacht, mit ihrer Mundhöhle Beute orten. C. Aber der Hai ist ja eigentlich ein Jäger. Egal was, also, ne, was für eine Art, das passt für mich eher für ein Wal. Dass die, ne, so den Mund einmal öffnen und schwupps alles rein. Also tatsächlich würde ich dann vielleicht auf A tippen. Ich weiß nur, dass Haie ja grundsätzlich irgendwie sowas wie so ein Revolvergebiss haben. Also sprich, dass sie ganz viele verschiedene Zahnreihen angeordnet haben. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Wo das dann irgendwie so revolvermäßig nach oben wächst. Das ist doch so das, was ich dunkel im Kopf habe. Es kann natürlich auch sein, dass sie so kreuz und quer hängen und dass ich sonst verhaken würde. Ich persönlich wäre ein bisschen für A, habe keine Ahnung warum. Ich auch nicht, weil die Frage natürlich wieder, welchen biologischen Nutzen hätte das? Also B auf jeden Fall ausschließen. Also Mundhöhle, Beuteorten schließe ich aus. Bei Beuteorten, es geht ja nicht um, sie schwimmen irgendwie mit geöffnetem Maul durchs Meer und Fische schwimmen da einfach rein. Also nicht fangen, sondern orten. Dann müssten sie ja... Was können die noch alles im Maul haben, ist die Frage. Womit man sowas orten könnte. Es könnte natürlich auch zur Ortung sein. Ich nehme jetzt trotzdem mal A. Gut, nehmen wir A. Auch wenn C A ist eingeloggt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Vielleicht. Hochseehaie schwimmen mit geöffnetem Maul, um ihre Kiemen ständig mit Sauerstoff durchzuspülen. So kann das Wasser durch die Rachenhöhle in die Kiemen steichen. Dabei wird dem Wasser der Sauerstoff entzogen und ins Blut abgegeben. Ach nein. Durch die Kiemenklappen tritt das Wasser wieder Sie nach außen. Sonst ertrinken. Würden die Haie nicht schwimmen, käme kein Wasser mit frischem Sauerstoff in ihre Körper. Und sie würden ertrinken. Das
ist die Antwort, wo jeder sagen würde, nee, kann ich nicht auf das Wasser. Okay, gut. Nächste Kategorie. Nehmen wir Sonne, Mond und Sterne? Entscheid du mal. Sonne, Mond und Sterne. Wir hätten gerne Sonne, Mond und Sterne. Der Mars erscheint uns rot, weil A, durch schwebende Partikel das Licht gebrochen wird, B, er von der Erde aus gesehen hinter einem Asteroidengürtel liegt oder C, seine Oberfläche eisenhaltig ist. Fang mal an zu denken. Fang mal an zu denken jetzt, was ist das denn? Fang mal an zu denken, oder? Wäre B eine Möglichkeit? Ich habe das noch nie gehört. Ist er eisenhaltig? Wir nehmen A. Ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwas A. Wir nehmen A. Ja, wer weiß. Ein Gas hätte ich jetzt gedacht. Sein. Klingt spannend. Ist es auch. Die Atmosphäre des roten Planeten besteht zu 95% aus Kohlenstoffdioxid. Zu großen Teilen besteht der Planet aus Magnetit, einem eisenhaltigen Mineral. Gemeinsam mit Quarzsand verändert sich dieses in der Marsatmosphäre mechanisch. Es oxidiert zu Hämatit, umgangssprachlich Rost. Der Mars erhält also seine rote Farbe, weil seine eisenhaltige Oberfläche rostet. Der Mars rostet. Okay, das habe ich so auch noch nicht gehört. Gut, wieder etwas gelernt. Es bleibt bei 0 Euro. Wow! Es bleibt bei 0 Euro. Aber wir sind ja auch nicht besser. Wie geht's weiter? Vielleicht sollten wir jetzt mal einen Punkt machen. Wie sieht es denn aus mit... Clever, das ist doch so eine Lifehack-Geschichte. Vielleicht dann nehmen wir clever. Das sieht so traurig aus. Ja, nehmen wir. Jetzt. Um einen Hustenreiz zu lindern, hilft A. dunkle Schokolade, B. salziges Gebäck oder C. rotes Weingummi. Ich bin der Meinung, dunkle Schokolade gehört zu haben. Also Hustenreiz. Was ist Hustenreiz? Das heißt ja, dass du irgendein... Ist die Frage. So, trockener Husten, irgendwas, was du abhustest, irgendwas Entzündungsartiges in der Lunge. Ich bin ja momentan, ne? Also ich sag nur, seit neuestem besitze ich jetzt das hier und ist auch wieder ein anderes Märchen. Also, dunkle Schokolade, habe ich mal gehört, soll sich... du hast Zucker und du hast aber auch irgendwas in dieser dunklen Schokolade soll sein... was auf die Blutgefäße reagiert. Das hat ja auch mit dem Hustenreiz, kann das ja was zu tun haben. Aber ich glaube, das hört sich jetzt schon, wenn ich so sage, irgendwie seltsam an. Salziges Gebäck vielleicht, weil du von etwas Salzigem trinken musst und du... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Vielleicht, weil du dann etwas trinken musst. Und wenn du trinkst, natürlich dann, wenn es irgendwie so was Schleimiges ist oder wenn dir was im Hals hängt, irgendwelche Partikel, die dann runterspült. Rotes Weingummi wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, nein. Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es C. Was? Das glaube ich nicht. Ich bin für, aber warum denn rotes Weingummi? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wir nehmen mal salziges Gebäck. Das macht irgendwie mehr Sinn, aber mich stört irgendwie halt dann... Komm, wir nehmen jetzt ja, B. Ja, mich stört auch so ein bisschen was. Wir haben B eingeloggt. Keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Britische Forscher der Universität Hull haben herausgefunden, dass der Wirkstoff Theobromin eine hustenlindernde Wirkung hat. Der Stoff ist um mehr als ein Drittel wirksamer als das in vielen Hustensäften enthaltene Mittel Codein und weist deutlich weniger Nebenwirkungen auf. Theobromin ist in Schokolade enthalten. Die beste Wirkung hat ungesüßte, dunkle Schokolade. Wenn man mal so der ersten Intuition nachgegeben hätte. Wie geht's bei euch weiter? Ja, gute Frage. Vögel ist bestimmt spannend. Ja, da sind wir uns auch einig. Das war ausgesagt, also... Vögel nehmen wir. Als hätte sie da hinten noch einen... Nee, das der in Neuseeland heimische, sehr seltene Kakapo-Papagei. A. Fliegt in der Balz Achten in der Luft. B. Ernährt sich ausschließlich von Kakaobohnen. Oder C. Riecht nach Blumen und Honig. Wäre B möglich? Ich kann mir A voll vorstellen. Das glaube ich nicht. Neuseeland. Was sagst du zu A? Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. Wir nehmen A. Ihr habt A eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Neuseeland, Heimat des Kakapo-Papagei.
Leider ist der einzige flugunfähige Papagei der Welt akut vom Aussterben bedroht. Zurzeit leben nur noch 123 Kakapos auf raubtierfreien Inseln. Eine weitere Besonderheit? Kakapos haben einen sehr starken Geruch, der an Blumen und Honig erinnert. Forscher vermuten, dass sich die Vögel mithilfe dieses besonderen Geruchs in der Nacht finden können. Oh. Irgendwie romantisch. Es bleibt erstmal bei 0 Euro, du riechst nach Blumen und Honig. Das heißt noch gar nichts. Wir haben noch 4 Kategorien. Das heißt, die sind ja bestimmt geschützt, hat er ja gesagt, ne? Aber angenommen, du hast die zu Hause und hältst die zu Hause, dann riecht es immer nach Blumen und Honig. Ach, das ist ja irgendwie eine charmante Vorstellung. Also, was bin ich damals? Wie ticken wir? Oder das Fragezeichen? Komm, wir nehmen... Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Dann er sagt es. Genau so. Es ist eh egal. Blutspender müssen in Deutschland mindestens 50 Kilogramm wiegen, 16 Jahre alt sein oder 1 Liter Blut spenden können. Das sollte man eigentlich wissen, oder? Also, Blutspenden ist ja etwas Freiwilliges, aber stellt ja tatsächlich auch einen Eingriff dar, der tatsächlich ja auch gar nicht so ohne ist. Ich glaube, du kannst es erst ab 18. Ab 16 kannst du das noch nicht. Daher würde ich B ausschließen. Du musst volljährig, glaube ich, sein. Mindestens 1 Liter Blut spenden können. Ich weiß nicht, wie viel Liter man allgemein spendet. Wie viel Liter Blut hat man denn? Ist das ein Liter? Ist das so viel? Oder ist das mehr oder weniger? Ich weiß es nicht, weil ich kein Blut spenden darf. Würde aber tatsächlich zu A tendieren, weil das Körpergewicht... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich meine, also, ja, das hat ja auch was mit dem Kreislauf zu tun. Aber andersherum ist das auch strange, wenn du dann ankommst und sie fragen, denn wiegen sie denn mindestens 50 Kilogramm? Boah, ich bin jetzt richtig verwirrt. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich bin irgendwie für A. Ja? Und was sagst du? Ist doch Blödsinn. Ja, ich glaube ab 18. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Also C schließe ich. Also 50 Gramm wiegen. Genau so. Ich habe meine 50 Gramm erreicht. Vorher habe ich 100 Gramm genommen. Ach, ja, vielleicht soll ich mal 100 Gramm nehmen von irgendwas. So, wie nehmt das jetzt? Komm in den A. Entschuldigung. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Rund 6 Liter Blut fließen durch die Adern eines Erwachsenen. Oh, da wäre ein Liter ja krass. Bei einer sogenannten Vollblutspende werden maximal 500 Milliliter Blut abgenommen. Dann wäre Liter viel zu viel. Eine leichtgewichtige Person hat demnach weniger Blut im Körper. Daher kann eine Spende bei jemandem, der wenig wiegt, unter anderem zu Kreislaufproblemen führen. Aus diesem Grund muss ein Blutspender in Deutschland mindestens 50 Kilogramm wiegen. Ja, kann ich euch garantieren, das übersteige ich locker. 1000 Euro auf dem Konto. Wir haben noch 3 Kategorien. Was hältst du von Was bin ich? Eher nicht. Ich bin für Wie ticken wir? Was denkst du? Das ist Psychologie. Wie ticken wir nehmen wir? Was trifft US-Forschern zufolge auf Männer zu, die in einer Stadt mit deutlichem Frauenmangel leben? A. Sie sind eher bereit, sich zu verschulden. B. Sie ernähren sich wesentlich schlechter. Oder C. Sie sind sparsamer. Oh, das ist fies. Also C ist ja auch irgendwie... Was passiert mit einem Mann, der weniger Geld ausgibt? Warum sollte er das tun? Antwort A. Sie verschulden sich eher, leben auf größerem Fuße, um sich abzuheben von den anderen Männern. Ich klingt für gut. A. Aber ernähren sich wesentlich ist eingeloggt. Schlechter? Wir werden es sofort überprüfen. Wir kennen das aus dem Tierreich. Sind Weibchen rar, legen sich die Männchen mächtig ins Zeug. Laut einer Studie der University of Minnesota gilt das auch für Männer, die in einer Stadt mit deutlichem Frauenmangel leben. Sie sind verschwenderischer und viel spendabler.
sparen 42% weniger und planen 84% mehr Schulden zu machen als ihre Vergleichskandidaten. Die Begründung der Forscher? Um in einer männerdominierten Welt aufzufallen, investiert ein Mann mehr Geld in seine Paarungsversuche. Ist auch eine Investition. Und die Investition bei dir im letzten Jahr. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Und die Investition bei dir so im letzten Jahr. Ja, Paarungsversuche, die dritte. Aber tatsächlich, als bestes Beispiel, diejenigen, die schon in diesem Alter sind, dass man in Clubs gehen kann, diejenigen, die das vielleicht Corona, also in einer Welt vor Corona, das ist meistens so zu ja, den Morgenstunden, wenn tatsächlich der Frauenanteil im Club sehr wenig ist oder bei irgendwelchen Trance-Veranstaltungen. Da ist es mir aufgefallen, das wird sich wahrscheinlich nach Corona auch erstmal wieder ändern, weil die Leute dann froh sind, dass sie rausgehen können und vermutlich dann auch, ja, sich das so ein bisschen ändert. Aber da hast du generell auch mehr mehr Männer dominiert und da hast du wesentlich weniger Frauen und das merkst du dann doch schon, wenn gerade mal in so einem Club wesentlich weniger Frauen auf wesentlich mehr Männer dazukommen. Ja, gut, also, was bin ich oder damals? Ja, damals ist Geschichte und Geschichte habe ich keinen Bock drauf. Och nö. Doch, was bin ich? Was bin ich? Sorge und Elend gehören zur Stadt Oberharz am Brocken. B. Decken den gesamten Kalorienbedarf eines Tages. Oder C. Wurden vom Bonner Standesamt als Zwillingsnamen abgelehnt. Und wie nennst du deinen Sohn? Elend. Er ist das Elend. Aber sie haben zwei. Ja, dann ist das die Sorge. Ja, das ist ja voll beleidigend. So ungeplant. Oh Gott, Sorge und Elend. Also, ich könnte mir fast A vorstellen, ist ja halt die Frage Oberharz am Brocken, dass das vielleicht irgendwelche Berge sind. Ich war noch nie am Oberharz am Brocken, aber Brocken ist ja irgendwas. Ist das nicht ein Berg? Ich glaube, es ist ein Berg. Und Sorge und Elend sind vielleicht irgendwelche Steine oder irgendwelche Berge, die benannt wurden. Vielleicht auch unter dem Hintergrund, dass die Leute dorthin gegangen sind und vielleicht ihre Sorge und ihr Elend geklagt haben an diesen Punkten. Dass das irgendwie noch so diesen Hintergrund hatte, dass es bestimmte Orte waren, die man so besucht hat in der Stadt Oberharz am Brocken. Decken den gesamten Kalorienbedarf eines Tages. Nee, andersrum, wenn du auf Diät bist, ist eher deine Sorge, dass du das Elend hast, wenig essen zu dürfen, um deinen Kalorienbedarf des Tages decken zu können, so herum. Wurde vom, ja, C finde ich auch gut, aber wer kommt denn auf die Idee, sein Kind Elend oder Sorge nennen zu wollen? Auf die Gefahr hin. Schließen wir auf. Dass dies falsch ist, wähle ich nehme A. Sorge und Elend. A ist eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich stimmt. Am 1. Januar 2010 entstand im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt aus einem Zusammenschluss von 10 Ortschaften die Stadt Oberharz am Brocken. Zu diesem schönen Gebirge gehören auch zwei kleine Orte, von deren Namen man sich besser nicht täuschen lassen sollte. Ach, das sind Orte? Und Elend. Auch psychologisch jetzt nicht so klug. 500 Euro dazu, wir sind bei 1500 Euro. Aber... So, letzte Kategorie für euch. Eine Frage habt ihr noch zu beantworten? Gibt's nicht auch damals die Orte Ficken zum Beispiel? Gibt's gegen auch wen wurde 1896 in Großbritannien zum ersten Mal Strafantrag gestellt? Einen Temposünder, der mit 13 Kilometer pro Stunde durch eine Ortschaft fuhr? B. Einen Schwarzfahrer, der in der Londoner U-Bahn erwischt wurde? Oder C. Einen Paparazzo, der heimlich Queen Victoria fotografierte? Was sagst du zu A? Also ich glaube, es ist A. Fällt dir zu B was ein? Das schließe ich aus. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hier ist die Lösung. Ich habe keine Ahnung. In Großbritannien herrschte schon Ende des 19. Jahrhunderts Recht und Ordnung. So galt es damals, mit seinem Automobil innerhalb einer Ortschaft Schrittgeschwindigkeit einzuhalten, also etwa 3 km/h. Doch an diese Regel hielt sich nicht jeder. So wurde im Jahr 1896 im britischen East Peckham
der erste Temposünder gefasst, als er mit etwa 13 km/h rücksichtslos durch die Ortschaft raste. Das ging bestimmt dann durch den ganzen Ort. 1000 Euro auf eurem Konto. Wir sind nach unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1500 Euro. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Geht so. Die Kategorie ist Literatur. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Ja, ich überlege. Also, wenn Holger für die All-In gehen, würden sie maximal 2000 kriegen. Heißt übersetzt, wir wären gut beraten, wenn wir 750. Aber andersherum, wenn wir... Doch, warte mal. Wenn wir 750 setzen... Gut, Betrag ist gesetzt. Dann kommen wir jetzt zur Entscheidung. Hier ist die Masterfrage. Ich habe 375 gesetzt. Welcher in der Physik verwendete Begriff stammt aus einem Roman von James Joyce? A. Isotop, B. Quarks oder C. Plasma? 20 Sekunden ab jetzt. Oh, ich kenne keinen Roman von James Joyce. Ja, Isotop, Quarks, Plasma. Vielleicht Plasma? Also Quarks, glaube ich, ist zu modern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, aus welcher Zeit James Joyce kommt. Isotop? Oh, es ist wir gucken, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben. Und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat sich entschieden für B. Quarks? Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort C. Warte mal. Schauen wir auf und die... Das ist bestimmt A. Die richtige Antwort. Schemenhafte Wesen sind Quarks. Das bedeutet, das Team Bernhard gewinnt. Glückwunsch zum Sieg. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, haben wieder ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank an unsere beiden Teams.